Ein Stern entsteht, indem riesige Molekülwolken in sich zusammenstürzen. Im Zentrum dieser Molekülwolken der Druck immer weiter ansteigt und dann irgendwann die Atomkerne von Wasserstoffatomen, also die Protonen, so nah zusammenkommen, dass sie die Coulomb-Barriere überwinden und miteinander fusionieren und dabei ein neues Element oder Isotop bilden. Und dieser Moment, in dem diese zwei Protonen ein neues Element oder ein neues Isotop bilden, den nennt man das Zünden eines Sterns bzw. die Geburt oder den Beginn eines Sterns. Und was dann genau in einem Stern abläuft und welche weiteren Fusionsprozesse, will ich hier einmal darstellen. Es beginnt also alles, wie gerade gesagt, mit dem Wasserstoffbrennen. Dabei fusionieren zwei Wasserstoffatome und bilden ein Deuterium. Es entstehen dann auch noch sowas wie Elektronen, Neutronen, Gammastrahlung oder sowas. Auf die gehe ich jetzt hier nicht im Detail ein. Das Deuterium fusioniert dann mit Wasserstoff wiederum und bildet ein erstes Helium, also ein erstes anderes Element. Helium 3, also zwei Protonen, ein Neutron, und zwei solcher Heliumkerne können dann ein Helium 4 bilden, also mit zwei Protonen und zwei Neutronen. Nachdem all diese Fusionsreaktionen abgelaufen sind und Helium produziert wurde, kann dann die nächste Brennstufe einsetzen, nämlich das Heliumbrennen hier. Unsere Sonne zum Beispiel wird bis dorthin gelangen, kann auch ein bisschen Heliumbrennen machen, aber dann ist für unsere Sonne Schluss. Mehr Masse hat sie einfach nicht. Um weitere Elemente produzieren zu können, braucht man sehr viel massereichere Sterne. Also wie weit man hier kommt in dieser Sequenz, hängt eben sehr stark davon ab, welche Masse der Stern am Beginn hatte. Hier im Heliumbrennen dann können zwei Heliumatome fusionieren, um Beryllium zu bilden. Das Beryllium kann dann wiederum zusammen mit Helium Kohlenstoff bilden und der Kohlenstoff wieder mit Helium dann der Sauerstoff. Also was hier illustriert werden soll, ist, dass es eben immer die Produktion von Elementen braucht, damit dann wirklich die nächsten stattfinden können. Und so ist die Sequenz auch hier wirklich gezeigt, dass erst wenn ein bestimmtes Element oder Isotop gebildet wurde, kann tatsächlich das nächste hier auch gebildet werden. Nach dem Heliumbrennen, da ist also jetzt schon lange Schluss für unsere Sonne, kommt der 10O-Zyklus. Der heißt so, weil in diesem Zyklus, wie gleich zu sehen sein wird, Elemente erzeugt werden, aber am Schluss dieses Zyklus wieder ein Element steht, das auch am Anfang steht und das Ganze dann eben von neuem in der Form beginnen kann. Im Detail sieht es so aus, hier wird Kohlenstoff 12 verwendet zusammen mit Wasserstoff, daraus bildet sich dann Stickstoff 13. Der Stickstoff 13 kann dann zu Kohlenstoff 13 umgewandelt werden, der wiederum zu Stickstoff 14, daraus zusammen mit Wasserstoff Sauerstoff 15, aus dem Sauerstoff 15 Stickstoff 15, aus diesem Stickstoff 15 dann wieder Kohlenstoff 12. Und damit hat das Ganze begonnen. Das heißt, hier am Ende ist man eben beim Kohlenstoff 12, der auch am Anfang steht. Und das ist der Zyklus. Damit fängt das Ganze wieder von vorne an. Mit dem ganzen Kohlenstoff geht es dann über zum Kohlenstoffbrennen. Und hier können eine Reihe von Elementen gebildet werden, beispielsweise Magnesium 24, Magnesium 23, aber auch Natrium, Neon und so weiter. Nach dem Kohlenstoffbrennen, man braucht jetzt immer massereichere Sterne zu Beginn, damit es auch funktioniert, kommt zum Sauerstoffbrennen. Hier fusionieren dann Sauerstoffatome und bilden Schwefel, Phosphor und sowas wie Silizium beispielsweise. Und natürlich eine ganze Reihe anderer Elemente auch. Und mit dem Silizium schließlich, wenn man sehr massive Sterne hat, können diese beiden fusionieren, um dann als letztes auch Eisen noch zu bilden. Jetzt ist es nicht so, dass mit dem Eisen es ganz prinzipiell aufhört. Das heißt immer, bis zum Eisen geht es mehr nicht, weil eben durch die Fusion Energie freigesetzt wird. Alle weiteren Elemente brauchen auch Energie. Es können aber auch schwere Elemente in Sternen entstehen. Aber generell ist das zunächst mal das, was man unter stellarer Nukleosynthese versteht. Dass diese ganzen Elemente hier bis Eisen über diesen verschiedenen Stufen gebildet werden. Und diese verschiedenen Stufen sieht man in den Sternen dann auch oftmals in den verschiedenen Schalen, in denen diese unterschiedlichen Brennen dann ablaufen. Aber das ist ganz prinzipiell die stellare Nukleosynthese, die Elemente bis Eisen.